Hallo Leute, ja, wir sind wieder im Lager. Ich habe noch ein bisschen was gemacht, aber nicht ganz viel. Wir haben aber noch zwei Palsäfte oder zwei Palseelen und die können wir hier noch weitermachen. Nach dem Logo schauen wir zu, dass wir einer unserer Leute da mal ein Level abgeben, ne? Wollen wir mal gucken. Ich würde den hier jetzt verstärken wollen, einfach aus dem Grunde, weil das letztens ein richtig guter meines Erachtens war. Was hat er hier für einen Wert? 65, zweimal. Obwohl er hatte 70. Die sind alle hier nicht gelevelt. Ach so, ich müsste jedes Mal anklicken, um zu sehen, ob einer schon gelevelt ist, ne? Ne, die sind alle nicht gelevelt. Und der hat mir beim Bossgegner da am meisten gebracht, eigentlich, ne? Maximale LP könnte ich um 3% erhöhen. Angriff könnte ich hier erhöhen. Das würde Sinn machen. Verteidigung ist er. Und Arbeitstempo, das ist das Letzte, was wir tun werden. Ist die Frage, was du daraus machst, ne? Eigentlich. Angriff war schon ganz gut. Ich mache mal die maximale LP hier erhöhen. Das verbraucht das zwar, aber das ist mir jetzt auch egal. Gut. Dann sind wir hier durch, das haben wir erledigt. Wir sind überall durch sozusagen. Ich habe die Rüstung heile gemacht. Wir haben Pfeile dabei. Haben wir auch, was haben wir für ein Werkzeug in der Hand? Die nehmen wir jetzt mal hier weg, die Fackel da. Und dann würde ich jetzt die Feuerfallarmbrust favorisieren. Da haben wir 80. Das ist schon mal eine Hausnummer. Wir könnten aber unsere Waffe mal gerade hier lassen. Das ist ja nur zusätzliches Gewicht. Wir haben ja keine Kugel mehr oder was es auch immer ist. Oh, ist noch eine Palseele da. Wie kommt das denn? Wir hatten noch zwei verbraucht, oder? Stopp, dann können wir da nochmal hin. Dann habe ich. Aber wir haben zwei und brauchten nur eine. Stopp, dann können wir noch was machen. Er kann dann nochmal, aber hier nicht, sondern wir können dann zum Beispiel den Angriff noch steigern. Dann machen wir das natürlich auch noch, ne? So, 332 hat er jetzt. Gut. Dann sind wir da erstmal gut unterwegs. Jetzt müssen wir gucken, dass wir. Ja, was machen wir hier bei unserem Sa Entsafter da? Da ist ja ziemlich schwierig, ne? Da brauchen wir ja hier. Wenn wir die nehmen, brauchen wir 16 dafür, ne? Aber hier ist schon ein Sternchen dran, ne? Wenn ich Escape drücke, ist der weg. Wenn ich den nehme, dann ist nämlich nur der erste. Und dieses andere. Wie war denn das jetzt? Der? Ja, der hat nämlich schon ein Sternchen hier mehr, ne? Mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Von den anderen hatten wir nicht genug, oder wie war das? Da bräuchten wir jetzt vier von. Der ist 119, der. Warte mal, der hat jetzt 219, der hat 124. Haben wir noch mehr davon? Da ist noch einer, da ist auch noch einer. Wir bräuchten vier oder fünf davon, ne? Da wäre auch noch einer. Ich weiß nicht, wie die gestaffelt hier sind. So, da ist nichts mehr. Hier ist keiner, hier ist keiner. So, hier ist einer auf Level 3. Dann haben wir hier einen auf Level 4, da haben wir einen auf Level 5. Hier ist doch da unten waren sie. Hier ist 6, 6. Und das ist der bessere. So, das würde jetzt bedeuten, dass wir hier durchgehen und die anderen noch einfügen. Dann würden wir den ersten aufleveln. Angeblich von 717 auf 752, wenn ich das richtig verstehe. 717, ja. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt müsste er 752 haben. Ah, da, okay. Gut. Dann ist er auch ein bisschen besser. Gut, die pennen alle. Wir gehen gerade auch kurz pennen und dann gehen wir mal in die weite Welt hinaus und holen noch ein paar Pals hier rein.
Da sind schon Wollknolls. Da brauchen wir wenigstens noch vier, glaube ich, von, ne? Komm, wir gucken mal, dass wir die kriegen können, ne? Einen haben wir. Den zweiten hoffe ich gerade auch zu kriegen. Genau so ist es. Sehr gut. Und Händler ist das, ne? Fahrender Händler, sprechen wir mal an. Was können wir bei dir denn kaufen? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Sieht alles nicht so aus, dass wir das brauchen. Kann es weitergehen. So, und hier haben wir noch einen zum Werfen, ne? Das war dann Nummer 3, glaube ich. Ja, die sind ziemlich hartnäckig. Das Problem ist, wenn ich den einfach irgendwo eine titsche, dann ist er gleich direkt tot, glaube ich. So, das hat schon mal geklappt. Da ist jetzt noch einer. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt mal so, ohne dass der wieder rausspringt. Komm, einer davon kommt jetzt hier rein. Jetzt kommen natürlich beide da rein, ne? Und da sind noch zwei Hähnchen. Brauchen wir, glaube ich, auch noch welche. Oder waren das die Kätzchen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ne? Wenn ich die jetzt der Axt eingebe, dann sind die gleich tot, oder? Nee, doch nicht. Aber jetzt habe ich natürlich den letzten Schlag wieder zu viel gehabt. Naja, der klappt jetzt wenigstens schon mal. Sind die noch irgendwo welche? Nein. Gut. Da noch ein paar Schafspelz-Typ. Da auch, aber das Kätzchen brauche ich glaube auch, ne? Ah, shit, ein Schlag zu viel. Da ist noch ein Hähnchen. Gut, die anderen sind nicht agro, das ist schon mal gut. Ich glaube, das reicht. Fliegen wir mal gerade hier runter. An den großen. Der hat Level 38. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Ach, der Veteran ist es, Kremis ist das nicht, sondern ja. War hier nicht irgendwo ein Ei? Hinter dem Felsen, glaube ich, oder? Hinter denen da. Irgendwo lag hier hinter ein Ei. Ne. Da hinten war schon die Statue weg. Irgendwo hier hinter war ein Ei, meine ich. Hier hinter wahrscheinlich, ne? Da ist es. Das nehmen wir auch mit. Drüben, meine ich, war auch eins, oder? Sehe ich aber nicht mehr. Dann wohl doch nicht. Gut. So, wo gehen wir hin, ist die Frage, ne?
Da haben wir. Wie viel Level hat der? 30 und der war hier 38. Ist dann die Frage, ob wir da oben den haben wollten, ne? Ich wüsste auch gern, wo ich die Bienen herkriege, ne? Weil die wären doch ganz nett. Da ist auf jeden Fall eine Sphäre. Oh, okay. Hier ist gar nichts los, ist gut, ne? War das meiner da? Ne, das ist meiner, ne? Und da oben ist noch wer. Ich glaube, wir müssen aber wegbleiben, weil wir gerade nicht so gut beieinander sind. Ja, das bringt mir gerade nichts. Ich würde aber gerne durch zu der Statue wieder hin. Dann müssen wir doch mal hochgehen und er greift die dann an. Jetzt ist der down. Der Floppy tut uns aber nichts, ne? Ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir nur mal gerade gucken. Hier war ja irgendwo das Lager da drüben. Mal schauen, ob wir da noch was reißen können. Da ist noch einer mit Agro. Alle Agro. Und der hat mir jetzt gerade einen ordentlichen Schlag versetzt, ne? Der ist auch kaputt. Es ist nur noch der da über. Der ist erledigt. Gut, wir haben 590 Points. Lebensenergie, das geht. Läuft hier jetzt noch einer im Lager rum oder können wir jetzt mal hier was machen? Ich glaube, jetzt ist keiner mehr da. Jetzt holen wir uns den erstmal hier. Kenne ich noch nicht, oder? Toko, ah doch, den kenne ich schon, aber den habe ich noch nie gefangen, glaube ich, oder? Toko Toko. Er explodiert, ja. Ich glaube, hier kriegen wir nichts mit, ne? Ich glaube auch nicht, dass hier in den Zelten was los ist. Kommen wir noch nicht mal rein. Das war's dann. Was ist das hier für eine Statue? Kann ich da was mitmachen? Ne. Das war's dann hier. So, also der Pal, den ich jetzt hier zum Kämpfen dabei hatte, der war ganz gut, ne? Das ist nur die Frage, was ist mit dem dann? 20er Ziermon. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon hatte. Ich hoffe, mit der Sphäre klappt es jetzt aber. Weil, mit der wird es natürlich schwer, ne? Irgendwann muss es doch klappen, oder? Jetzt komm, bleib da drinnen. Ich glaube, das ist der erste, ne? Ne, doch nicht. Ich habe schon einen zweiten. Okay. Was ist das für einer? Ein Floppy. Den brauche ich jetzt nicht. Und wir sind ziemlich geschwächt. Dann gehen wir mal dahin und fliegen. Ja, fliegen hier weg, genau.
Einmal bitte zurück zum Lager und wir nehmen mal das andere Lager gerade und zu gucken, was da so los ist.